Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video, eine Zuschauerfrage. Flummi Blitz heißt er, hat da vor einiger Zeit mich gefragt, ob ich ein Video machen könnte, ein Video zum Trägheitsmoment, Drehimpuls und Drehimpulserhaltung und dies vor allem auf das Beispiel von der Eigenrotation von Planeten anwenden und erklären. Zum Beispiel, warum die Planeten wie die Erde sich überhaupt seit der Entstehung um sich selbst drehen, der Mond aber zum Beispiel nicht. Ob massereiche Körper, zum Beispiel sehr große Asteroiden, beim Zusammenstoß mit einem Planeten auch dessen Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit ändern könnte und warum sich die Erde zum Beispiel nur um die Hochachse und nicht auch in der Horizontalen dreht. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ja, also Drehimpulserhaltung ist das Stichwort, das haben Sie bereits erwähnt. Ich habe dazu auch andere Videos gemacht, die ich jetzt nicht nochmals wiederholen möchte, aber einfach als Zusammenfassung dieser anderen Videos kann man sagen, wenn wir ein Kraftfeld haben, welches als sogenanntes Zentralkraftfeld gilt, das heißt, die Kräfte haben nur Komponenten, oder die Kraftvektoren zeigen alle entweder auf ein Zentrum hin oder vom Zentrum weg, das heißt, sie haben keine Komponenten in dieser Richtung, dann gilt ein ganz allgemeiner Satz, dass nämlich für einen Massepunkt, der hier ist, in diesem Kraftfeld der Drehimpuls bezüglich dieses Zentrums erhalten bleibt. Das heißt, wenn wir da eine Geschwindigkeit haben, die der Massenpunkt hat, f, v, zum Beispiel so, das könnte, Sie haben ja Sterne angesprochen, das könnte irgendein Himmelskörper sein, der Masse m und einer Geschwindigkeit v, da kann man sagen, dass der Bahndrehimpuls L, der definiert ist als R, Kreuz P, R ist dieser Vektor, P ist der Impuls, M mal V, dass das erhalten bleibt, konstant ist. Das hängt damit zusammen, dass die Änderung des Drehimpulses, des Bahndrehimpulses nach den Newtonschen Gesetzen gerade gleich groß ist wie das Drehmoment, das wirkt auf diesen Massenpunkt. Das Drehmoment ist definiert als R Kreuz F, R und F sind aber in diesem Fall eben bei seinem Zentralkraftfeld parallel oder antiparallel zueinander an jedem Ort. Das heißt, das wird 0 für so ein Zentralkraftfeld. Und dann können wir also sagen, der Drehmoment ist 0, damit ist die Änderung des Drehimpulses 0. Das heißt, der Drehimpuls, der Bahndrehimpuls ist konstant. Jetzt kann man das auch umformulieren, indem man nicht m mal v nimmt, sondern dass man das dann mit dem Trägheitsmoment macht. Das ist eigentlich einfach eine Umformulierung des Gleichen. Ich habe das an anderer Stelle auch schon gemacht. Das würde also bedeuten, wenn jetzt die Massen näher sind, dass r also kleiner wird, dann wird der Impuls größer. Das ist, wenn man es dann genau ausdrückt, exakter Flächensatz bei den Keplerschen Gesetzen. Auch das habe ich in anderen Videos schon gezeigt. Es geht aber hier die Frage etwas tiefer, nämlich die Frage, warum ist es überhaupt so? Warum gibt es überhaupt dann so eine Drehung? Warum haben diese Massen so eine Drehung? Nun, erstmal, man sieht die Drehung eben vor allem erst dann, wenn die Massen nah beieinander sind. Es kann durchaus sein, dass, wenn das das Massenzentrum ist und am Anfang da so irgendwie so ein Körper weit, weit weg ist, dass der einfach eine ganz leichte Geschwindigkeitskomponente seitlich zum Verbindungsvektor hier aufweist. Wenn das der Fall ist, hat er bereits einen kleinen Drehimpuls. Und dieser Drehimpuls behält ja seine Größe bei, R kreuz P. Aber wenn der Körper näher ist, ich kann wiederum den Flächensatz zu Hilfe nehmen, dann sieht man das eben besser, weil wir dann diese Drehung wirklich wahrnehmen als schnelle Geschwindigkeit, schneller Vorbeiflug um den größeren Körper. Und generell ist es so, immer wenn dann so Massen sich Richtung eines Körpers bewegen, haben die normalerweise, also Richtung eines Zentralkraftfelds bewegen, haben die normalerweise immer zufällig einfach einen kleinen Drehimpuls. Der kann auch in die andere Richtung zeigen. Und beim Zusammenziehen werden dann diese Geschwindigkeiten schneller und man sieht es dann besser. Und speziell, wenn sich dann die Massen sogar anlagern hier, dann führen sie dazu, dass dann oft größere Himmelskörper entstehen. Und diese Drehung, die die Massen eben beim Ansammeln hatten, die wird dann auf diesem Himmelskörper als Eigenrotation des Himmelskörpers beibehalten. Der Himmelskörper selbst kann auch die Erde sein, die hat eben danach hier diesen Drehimpuls beim Ansammeln der Masse erfahren. Das gleiche gilt, wenn ein Körper sich teilt oder auseinanderfliegt, dann haben wir auch die Situation, dass dann diese Drehimpulse oft erhalten bleiben.
Jetzt bei der Entstehung des Sonnensystems müsste man da mal nachschauen, wie das genau erklärt wird heutzutage. Es sind sicher Massen gewesen, die sich danach hier aufgrund der Gravitation aus einem Staub quasi gebildet haben. Dazu gehört natürlich können dann die Planeten, die dann zusammen so kleine Klumpen gebildet haben und danach eine stabile Umlaufbahn gefunden haben. Und der Gesamtdrehimpuls des Systems führt dazu, dass diese einzelnen Drehimpulse im Großen und Ganzen auch alle die gleiche Drehachse dann haben. Es ist nur eine Drehachse möglich. Es kann nicht sein, dass es das taumelt, sondern es dreht. Wenn es einmal dreht, hat es die Kreisestabilität, die man ja ebenfalls mit dieser mit diesen Erhaltungssätzen erklären kann. Das heißt, die Erde kann nicht plötzlich um eine andere Achse drehen. Wenn die mal um Nord-Süd dreht, dann dreht sie nachher immer so. Und nicht plötzlich irgendwie um eine andere Achse. Und zwei Achsen sind nicht möglich. Es ist nur eine Drehachse möglich. Dass diese Achsen alle praktisch senkrecht auf dieser Ekliptik stehen, das ist nicht ganz exakt der Fall, nicht wahr? Sonst hätten wir ja nicht die Jahreszeiten, die sind also leicht schräg. Aber es ist halt bei der Bildung dieser Materie, ist es so, bei der Bildung dieser Materieklumpen so herausgekommen, dass diese Drehachsen etwa parallel zueinander stehen. Kann man noch sagen, ja, das stimmt schon, wenn das heißt, da ein Stoß stattfindet, denken Sie an Billardkugeln, wenn ein Stoß stattfindet, dann kann es sein, dass eine Billardkugel am Anfang nicht dreht, wenn da eine zweite Kugel kommt und einen Stoß macht, dann kann hier über diese Reibung beim Stoß kann da eine Drehung entstehen, die vorher nicht da war. Und genauso kann auch eine Drehung abgestoppt werden oder eine neue Drehrichtung, eine neue Drehachse entstehen. Das ist durchaus möglich. Der Mond, das ist jetzt ein bisschen ein Zufall, dass der sich scheinbar nicht dreht. In Wirklichkeit dreht er sich ja schon, aber er dreht sich einfach mit der gleichen Geschwindigkeit, deshalb dreht er uns immer das gleiche Gesicht zu. Wenn er nicht drehen würde, dann würde er während eines Monats, wenn das mal so markieren, hätte er dann auch hier diese Seite so und er zeigt uns das andere Gesicht. Also wenn der Mond gar nicht drehen würde, würde er sich so bewegen. Aber er dreht sich eben und dadurch wird das Gesicht, also wenn er sich gerade gleich schnell dreht wie sein Mondumlauf, dann zeigt er uns immer das gleiche Gesicht. Das hat vermutlich zu tun mit innerer Reibung, nicht wahr? Jede Drehung bewirkt da im Innern von Erde und Mond eine Walkbewegung, so eine Knetbewegung und die kann dann eventuell diese eigene Rotation im Laufe der Zeit danach stoppen und dadurch wird diese innere Reibung vermutlich die Ursache sein, dass diese Drehung, die vielleicht mal vorhanden war, dann aufgehört hat. Ich so vermute ich das mindestens. Gut, ich glaube, dann habe ich die Fragen beantwortet.